Wir, die dem Tode geweiht sind, grüßen dich, Onero. Was? Wir sollen ins Gras beißen? Halt, Moment, das ist alles ein Irrtum! Hey, Filme machen ist wirklich aufregend, stimmt's, Timmy? Ja, aber es wäre noch aufregender, wenn in meinem Film ein Star mitspielen würde. Wie Sylvester Calzone. Hey, wo bin ich? Dies ist keins meiner palastartigen Anwesen, die sich nur ein preisgekrönter Filmemacher leisten kann. Und das ist doch nicht mein Schlafanzug. Dieser hier hat ja noch Ärmel. Na also, wer sagt's denn schon besser? Lass den menschenfressenden Löwen frei. Oh, der kriegt was auf die 12. Commander, Commander, starte Angriff auf die Todeskugel. Sie haben die Zielerfassung abgeschaltet. Stimmt was nicht? Ja, hier ist ein Kind an Bord. Nicht direkt in die Kamera sehen. Kann ich vielleicht einen Profi haben? Hey, das ist gar nicht mein schnittiger und rassiger italienischer Sportwagen. Der hier ist geräumiger. Na Leute, schlägt der Film den von Ted und Chad nicht um Längen oder was? Aber du hast mich ersetzt. Mit einem Schauspieler mit besseren Zähnen. Und mehr Haaren. Und einer gut gehüllten Brust. Bassis, bin ich der Einzige, dem das aufgefallen ist? Das ist eine riesen Beleidigung. Ja, aber es ist besser, richtig? Naja, dummerweise ist der Film so besser geworden, stimmt's? Seid doch mal ehrlich, Jungs. Die erste Version war echt Schrott. Aber jetzt werden wir Trixie beeindrucken, einen Preis gewinnen und die Kritiker ausnocken. Und zwar damit. Meinst du nicht eher, du wirst das? Naja. Wow, ich glaube, die waren echt sauer. Kein Wunder, Timmy. Sie waren stolz auf ihre Arbeit und du hast sie einfach umbesetzt. Du verhältst dich wie ein schmieriger Hollywood-Produzent. Gratuliere, Timmy. Ab heute bist du ein richtiger Filmemacher. Guten Abend, Dimmesdale. Hier ist Jeff der Schwätzer, live vom Dämmerschoppen Filmfestival. In der noch verbleibenden Kategorie sehen wir uns den Beitrag des letzten Bewerbers an. Ich raff's nicht, das sind ja wir. Du hast die Schrottversion mit uns eingereicht? Naja, ich hätte natürlich auch den mit Stars besetzten und vor tollen Bild- und Soundeffekten strotzenden Film zeigen können. Aber ich habe mich für den mit meinen Freunden entschieden. Wieso lachen die? Da gibt's doch gar nichts zu lachen. Naja, das Lachen wird ihnen sicher bald vergehen. Warum hören die nicht auf zu lachen? Ich will kein Kritiker sein, aber dein Film war scheußlich. Ist das vielleicht keine Kritik? Der Junge hat recht. Das war's. Jetzt kommt der letzte Demi. Und der letzte Demi geht an Timmy Turner für die beste Komödie. Du hast gewonnen. Was komisch ist, weil du für diese Kategorie eigentlich gar nicht nominiert warst. Es war so schlecht, dass es gut war.